Der Frühling kommt. Stockholm erwacht. Cafés und Restaurants füllen sich wieder. Die Lage auf den Intensivstationen bleibt angespannt. Wenn wir hören, dass die Infektionszahlen wieder steigen, dann ist klar, dass es nicht vorbei ist. Verdammt, wir werden weiter unter großem Druck arbeiten. Draußen wirkt auf den ersten Blick alles wie immer. U-Bahnen und Innenstädte voll. Einen Lockdown gibt es nicht. Es heißt, Schweden gehe einen Sonderweg. Das ist in weiten Teilen ein Mythos. Wir haben unser Verhalten sehr radikal verändert. Und doch gewährt das Land Freiheiten und vertraut auf die Vernunft seiner Bürger. Es gibt sicherlich Dinge, die man hätte anders machen können. Es gibt kein Land, das die Lage wirklich im Griff hat. Erst einmal zählen, ob alle da sind. Dann wärmen sich die Spielerinnen des Fußballclubs Werthans IK auf. Jonas Konstantinov hat früher selbst gespielt. Jetzt trainiert er jeden Samstagmorgen den Nachwuchs. Ihr müsst euch den Ball holen und ihn verteidigen, okay? Fast 40 Kinder sind heute gekommen. Trotz Corona, Training, wie immer. Für diese Kinder hat sich kaum etwas verändert. Sie finden es schade, dass es gerade keine Punktspiele gibt. Bei den Freundschaftsspielen ging es hin und her. In einem Monat waren sie erlaubt, im nächsten nicht. Im Großen und Ganzen aber war es wie immer. Auch Jonas' Tochter Agnes ist dabei. Gemeinsam spielen, toben und rennen. Für schwedische Kinder ist das trotz Corona möglich. Wir freuen uns, dass wir weiterhin trainieren können. Wir kennen uns alle, es fühlt sich gut an. Aber wir versuchen, Abstand zu halten. Mit dem Abstand klappt es zwar nicht immer so gut, doch auch der Verein hat sich etwas überlegt. Zum Training dürfen nur die Kinder und Betreuer kommen. Die Eltern müssen vor der Halle warten. Es ist gut, dass sie weiterhin spielen können. Ich glaube, es gibt mehr Vorteile als Nachteile und weniger Risiken. Die Eltern dürfen nicht reinkommen. Bei Freundschaftsspielen gibt es keine Zuschauer. Nach dem Training geht es nach Hause. Mittagessen. Jonas und seine Frau Eva sind froh, dass die Kinder in Schweden einen unbeschwerten Alltag haben können. Sie selbst aber mussten sich umstellen. Normalerweise treffen wir unsere Freunde sehr oft. Jetzt geht das nur mit ein paar wenigen Familien, so zwei oder drei. Das ist sehr schade. Corona ist oft Thema am Esstisch. Was ist erlaubt, was nicht? Oft entscheidet die Familie aus einem Bauchgefühl. Wir haben bestimmt einige Urlaube abgesagt. Wir haben ziemlich viele Urlaube abgesagt. Wenn man eigenverantwortlich entscheiden soll, dann sieht man die Dinge schon mal unterschiedlich. Auch Jonas und ich sind manchmal anderer Meinung gewesen und haben ein paar kleine Diskussionen gehabt. Musst du das wirklich machen? Ist das nötig? So etwas eben. Es ist schwer, weil es jeder für sich interpretieren kann, wie man es selbst gerne hätte. Das sieht man auch im öffentlichen Nahverkehr. Sam und ich waren in Berlin. Da trugen alle eine Maske in der U-Bahn. Alle. Hier ist das jeder Zweite, würde ich sagen. Es gibt hier keine Strafen. Das führt dazu, dass man eben ohne fährt, wenn man seine Maske vergessen hat.
Auf den Krisenfall ist Schweden nicht vorbereitet. Für einen Lockdown und Restriktionen fehlen anfangs die Gesetze. Das Land setzt deshalb auf Appelle und ist darauf angewiesen, dass alle mitziehen. Ich glaube, dass es nicht so klar ist, wenn die Gesundheitsbehörde von einer Empfehlung spricht. Diese Wortwahl finde ich ziemlich schwierig. Es geht gar nicht um eine Empfehlung, sondern sie meinen, so sollt ihr euch verhalten, auch wenn wir kein Bußgeld verhängen können. Eine Empfehlung klingt ja eher nach, das könnte gut für euch sein. Der schwedische Staat kann die Freiheiten seiner Bürger nicht einschränken und fordert deshalb im Gegenzug Eigenverantwortung von jedem. Der Mundschutz etwa im Nahverkehr wird empfohlen, Kontrollen gibt es aber nicht. Geschäfte, Cafés und Restaurants dürfen öffnen, mit wenigen Auflagen. Er gilt als Architekt dieser Strategie, Anders Tegnell. Woche für Woche stellt sich Schwedens Staatsepidemiologe den Fragen der Journalisten. Immer wieder muss er auch den eingeschlagenen Weg der Gesundheitsbehörde verteidigen. Wir haben die schwedische Gesellschaft in großen Teilen heruntergefahren, auch wenn wir keinen totalen Lockdown haben wie in anderen Ländern. Wir haben uns dafür entschieden, uns auf die Stellen zu fokussieren, bei denen wir aus Erfahrung wissen, dass eine erhöhte Infektionsgefahr besteht. Die deutsche Ärztin Cornelia Hertel leitet die Notaufnahme in einem großen Stockholmer Krankenhaus. Schnelle Entscheidungen, hohe Belastung, das ist für ihr Team Alltag. Und doch hat auch sie Corona aus dem Takt gebracht. Die erste Welle hat uns natürlich überrascht, weil plötzlich kommt eine neue Erkrankung. Es war eine große Unsicherheit da. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Patienten? Was können wir machen? Und das hat natürlich ein bisschen gedauert, weil jeden Tag mehr oder weniger neue Informationen gekommen sind. Ärzte und Pfleger lernen täglich dazu. Doch das Virus lässt ihnen kaum Zeit zum Verschnaufen. Seit Herbst sind sie im Dauereinsatz. Das ist im Frühjahr. Im Sommer hatten wir so gut wie keine Patienten. Und dann sind wir eben ab Oktober eigentlich im Dauerstress. Und unsere Prognose ist eigentlich, was wir an unserem Krankenhaus erwartet wurde, ist die gestrichelte Kurve. Und wir sind eigentlich doppelt drüber. Sowohl was die Intensivplätze betrifft, als auch die Normalstationen. Nachbarländer wie Norwegen oder Finnland haben sich bei steigenden Infektionszahlen einen Lockdown auferlegt. Schweden nicht. Auch die Grundschulen bleiben das gesamte Jahr über geöffnet. Homeschooling wie in Deutschland machen Kinder in diesem Alter hier nicht. Es ist immer ein Balanceakt zwischen Schaden und Nutzen. Unsere Bewertung war die ganze Zeit, dass es bei den Kindern zu einem sehr viel größeren Schaden geführt hätte, wenn man die Schulen geschlossen hätte. Kinder infizieren sich offensichtlich, aber nicht so oft wie Erwachsene. Schulen sind ein wichtiger Ort für Kinder, für ihre Gesundheit und Zukunft. Auch die Kinder von Eva und Jonas sind das ganze Jahr über zur Schule gegangen. Auf den Bus verzichten sie derzeit und nehmen lieber das Auto und gehen ein Stück zu Fuß. Lehrerin Johanna Linde wartet bereits an der Schultür. Ich finde es ganz großartig, dass die Schulen hier durchgehend offen waren. Wenn man sich mal vorstellt, was das bedeutet, wenn ein Land im Lockdown ist und die Eltern zu Hause bleiben und dort arbeiten müssen. Gleichzeitig sollen die Kinder ihre Aufgaben erledigen und sich sicher fühlen und wissen, was sie tun. Wenn der einzige Kontakt dann über einen Bildschirm stattfindet, ist das niemals so, wie wenn man zur Schule kommt, in seinen Klassenraum und weiß, das werde ich heute lernen. Doch auch an den schwedischen Schulen hat sich etwas verändert. Auch hier kommen die Eltern nicht mehr mit rein. Und in der Schule gibt es neue Regeln. Bei uns gibt es keinen Speisesaal. Wir essen in den Klassenzimmern. Wir treffen uns also nicht in großen Gruppen. Früh haben wir die Regel eingeführt, dass die Eltern die Kinder nur bis zur Eingangstür begleiten dürfen. Dadurch verlieren wir zwar den Kontakt mit den Eltern, aber der Kontakt mit den Kindern ist so viel wichtiger. Das hat sehr gut funktioniert, finde ich. Wenn Agnes, Vera und Sam in der Schule sind,
geht es für Eva Ettrö weiter zum Job. Die Schwedin arbeitet als freie Fotografin. Keine Arbeit fürs Homeoffice. Heute soll sie eine bekannte Schauspielerin fotografieren. Es ist endlich mal wieder ein Auftrag in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Ich glaube, das ist ein sehr guter Platz. Hier haben wir genau das der diffus, so. Das ist wie ein Weg bakom. Nicht so viel, sondern ich will das ganz rakt på. Gerade den Beginn der Pandemie bekommt Eva deutlich zu spüren. Am Anfang wurde alles abgesagt oder verschoben. So war es in den ersten 2 Monaten. Während des Jahres wurden die Jobs dann immer weiter geschoben. Manche Produktionen haben wir gemacht. Da musste jeder garantieren, dass er oder sie symptomfrei ist. Wir haben die Teams so klein wie möglich gehalten. 40% meiner Aufträge wurden aufgeschoben oder sind ausgefallen. Corona verändert auch bei der Schauspielerin Alexandra Dahlström einiges. Viele Aufträge brechen weg. Oh, the sun always comes out for us. It's true that. Wir müssen uns anpassen, flexibel sein und auf eine ganz neue Art denken. Ich fing an, auf Instagram live zu streamen. Ich habe meinen treuen Fans aus einem Drehbuch vorgelesen, das ich als Kind geschrieben habe. Der Sommer war dann etwas ruhiger. Wie Eva schon sagte, haben sich Produktionen verschoben oder wurden abgesagt. Alle sind viel vorsichtiger geworden. Es gibt jetzt viele Regeln, an die man sich halten muss. Schwer zu sagen, wie es weitergeht. Und es ist schwer zu vorhersagen, wie Sachen und Dinge werden. Auch in Schweden schränken sich die Menschen ein. Aber die Zahlen bleiben hoch. Die Intensivstationen sind an ihren Kapazitätsgrenzen. Ärzte und Pfleger arbeiten rund um die Uhr. Immer wieder werden neue Patienten auf den Corona-Stationen des Landes eingeliefert. Besonders der Beginn der Pandemie war für Intensivkrankenschwester Evelyn Jakobsson ein einziger Ausnahmezustand. Ich habe die Tür geöffnet und da waren nur Schreie und Verzweiflung. Alarmsignale piepten, Lampen flimmerten und Personal, das ich noch nie vorher gesehen hatte. Wir haben zusätzliche Leute bekommen, weil unser Team nicht groß genug war. Aber da ist keiner, den man kennt oder mit dem man schon einmal in der Intensivpflege gearbeitet hat. Also fragst du ständig, wer bist du und was machst du? Dazu dann die Alarmsignale der Geräte und Beatmungsmaschine. Ich bin nur gerannt und habe Aufgaben zugeworfen. Es ist ein Kampf gegen die Zeit und gegen die Platznot. Manche Patienten müssen mit dem Helikopter verlegt werden, weil neue Corona-Infizierte die Intensivpflege dringender benötigen. Es waren so viele Patienten. Wenn ich bei einem bleibe und zu lange über ihn nachdenke, nimmt das Zeit für den, der daneben liegt und für den, der schon auf dem Weg zu uns ist. Es geht nur darum, Leben zu retten. Andere Gedanken durfte man nicht zulassen. Normalerweise werden wir sehr persönlich. Wir freunden uns fast mit Patienten und ihren Familien an. Das gab es hier nicht. Den Angehörigen musste die Information reichen, dass der Patient lebt. Doch nicht alle, die es nötig hätten, kommen auf die Intensivstation. Die Mutter von Ulrika Kukulska lebte in diesem Stockholmer Altersheim. Dass sich auch hier Corona verbreitet, erfährt Ulrika per Mail. Einen Tag später heißt es, dass sich auch ihre Mutter infiziert habe. Die Heimleitung beruhigt zunächst, alles sei unter Kontrolle. Bis ein Anruf bei Ulrika plötzlich alles ändert. Wenn man sagt, Palliativwort. Als sie palliative Pflege sagten, stellte ich das in Frage und verlangte, dass sie in ein Krankenhaus kommt und mit Sauerstoff versorgt wird. Ich hatte erfahren, dass sie das im Altenheim nicht hatten und meine Mutter brauchte das. Da rief mich der Arzt an und sagte, du sollst wissen, das Beste für sie ist, wenn sie hier sein kann und von uns gepflegt wird. Es ist nicht gut für sie, ins Krankenhaus zu kommen. Sie ist dement, es könnte sie verwirren. Er sagte, wir wissen, was wir tun und beruhigte mich. Heute weiß ich, dass das nicht okay war. Erst spät und auf eigenes Drängen erfährt Ulrika, dass sich der Zustand ihrer Mutter immer weiter verschlechtert. Das Personal im Altersheim ist überfordert.
Es fehlen Medikamente, OP-Masken und Beatmungsgeräte. Ein befreundeter Arzt drängt Ulrika, dass ihre Mutter ins Krankenhaus muss. Schließlich meldet sie sich bei der Heimleitung. Ich sagte, ich gehe hier nicht weg. Ich stellte mich vor das Altersheim und nach etwa 20 Minuten kam der Krankenwagen. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Gerade die älteren Menschen sollen geschützt werden, heißt es in der ersten und zweiten Welle von Gesundheitsbehörde und Regierung. Das ist das Verrückteste von allem. Das tun sie ja nicht. Das führt dazu, dass man das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmen kann. Sie fahren das ganze Land herunter, die Wirtschaft geht bergab. Und das rechtfertigen sie damit, dass sie das zum Schutz der Alten tun. Aber das passiert nicht. Das, was in den Altersheimen passiert, verunsichert besonders die Älteren. Besuch bei Opa Thor. Wenn Agnes ihm vom Fußballtraining erzählt, hält sie möglichst viel Abstand und denkt an die neuen Regeln. Evas Eltern Thor und Elisabeth sind über 80 und gehören damit zur Risikogruppe. Im Frühjahr sind sie noch nicht geimpft. Wir halten Abstand, so wie jetzt. Die Kinder kommen einem etwas näher, aber das ist ja hier unten. Wir haben es so verstanden, dass die Gefahr, von Kindern angesteckt zu werden, deutlich geringer ist. Ansonsten halten wir uns strikt an den Abstand. Mindestens 2 Meter. Es dauerte sehr lange für mich, bis ich begriff, es ist wieder ernst. Ihr wart sehr strikt am Anfang und dann zum Herbst hin wurdet ihr lockerer. Alle waren im Sommer locker drauf und dachten, jetzt ist es in Schweden vorbei. Seit dem Winter sind wir wieder super strikt. Ich hatte mir eine Kalendermarkierung gemacht, im Glauben, wann alles vorbei sein wird. Juli vergangenen Jahres. Gegessen wird an getrennten Tischen und ausschließlich draußen auf der Terrasse. Das sind die Familienregeln. Auch Oma Elisabeth ist froh, wenigstens so die Familie sehen zu können und sehnt sich nach einem Ende der Entbehrungen. Ich möchte in die Stadt gehen können, möchte mir Ausstellungen und Filme ansehen und vor allem Freunde treffen. Ohne sie ist es sehr schwer. Alle sind sehr vorsichtig in meinem Alter. Man trifft sich sehr selten. Jedes Treffen ein Risiko. Und doch ist es allen hier wichtig. Der schwedische Weg setzt auf Eigenverantwortung. Einige wenige verstehen ihn aber auch als Einladung. In diesem Hostel im Herzen Stockholms treffen sich Jugendliche aus ganz Europa. Sie kommen im Frühjahr, um ihre Freiheiten zu genießen. Wieder ihre Cory Maher. Ich habe dieses YouTube-Video gesehen mit Anders Tegnell, Schwedens No-Lockdown-Weg. Ich dachte, das klingt doch interessant. Ich habe etwas mehr dazu gelesen und dachte mir dann, was hält mich eigentlich davon ab, meine europäischen Rechte wahrzunehmen und nach Schweden zu kommen und hier zu arbeiten? Deshalb bin ich hier. Während andere Länder herunterfahren, locken sie die Möglichkeiten in Schweden. Ein weitgehend normales Leben, das spricht sich im Netz schnell herum, auch bei Felipe Treco. Die Idee war, hier hinzukommen, von hier zu arbeiten oder einen neuen Job zu finden. Hier habe ich dann entdeckt, dass es eine riesige Geschichte ist. Es sieht aus, als ob alle jungen Leute aus Europa, der ganzen Welt hier hinkommen, um frei zu sein. 6 Betten, keine Fenster, spartanische Einrichtung. Die Zimmer im Hostel haben nicht viel zu bieten. Schweden schon. Linda Wagner aus Wiesbaden wollte nach ihrem Abi reisen und ist für ein paar Wochen nach Stockholm gekommen. Das ist natürlich im Vergleich zu Deutschland das Paradies. Also als ich hier hingekommen bin vor 1,5 Wochen und Leute im Restaurant gesehen habe, die ganz normal ohne Maske miteinander reden und essen, dachte ich wirklich irgendwie, ich träume. Auf der anderen Seite habe ich natürlich immer im Hinterkopf,
wie es in Deutschland ist und wie es gerade bei meiner Familie ist, bei meinen Freunden ist. Und wenn ich mit denen in Kontakt bin, sagen die eben auch, sag mal, das ist ja verrückt, was da oben quasi abgeht. Doch wie viel Freiheit ist richtig? Wann wird sie zur Gefahr für andere? Jonas Konstantinov auf dem Weg zu seinem Fitnessstudio. Sport machen in Corona-Zeiten. In Schweden ist das möglich. Jonas arbeitet als Unternehmensberater im Homeoffice. Trainieren geht er nur dann, wenn der Andrang nicht so groß ist. Wir kennen die Besitzer des Fitnessstudios und der Restaurants, zu denen wir gehen. Und es fühlt sich auch nicht richtig an, diese Möglichkeiten nicht zu nutzen, weil es sie sonst wirtschaftlich treffen würde. Wir versuchen, vorsichtig zu sein und weniger zu machen, aber trotzdem einen Kontakt zum Alltag zu behalten. Und so geht es nach dem Laufband auch hin und wieder mal an die Theke. Das Restaurant liegt nicht weit von zu Hause. Jonas und Besitzer Thomas kennen sich schon viele Jahre. Um 8:30 muss der Restaurantbesitzer schließen. Hinzu kommen Abstandsregeln. Das Geschäft ist schlechter geworden. Sagen wir mal so, ein guter Corona-Tag sind so 25 bis 27 Personen. Also zu 2/3 ausgebucht. 2/3 Ich glaube, für viele, vor allem kleine Unternehmen, ist es schwer. Man ist nicht auf die gleiche Art gewappnet. Keine Rücklagen. Nein, man hat keine Rücklagen. Und das haben sie gleich am Anfang falsch gemacht. Als sie gesagt haben, haben Menschen nicht gespart. Natürlich, aber doch nicht für so eine Situation. Nein, es ist eine Illusion, dass Menschen hier sparen. Seit 30 Jahren betreibt Thomas das Restaurant. Die Krise trifft auch ihn. Doch er kann wenigstens ein paar Gäste bewirten. Corona-Hilfen vom Staat bekommt er nicht. Ich glaube, dass wir eine wichtige Funktion während einer Krise erfüllen. Wie soll ich mich ausdrücken? Wir halten uns an die Regeln und Gesetze. Wir verstehen sie und stimmen ihnen zu. Das hier ist eine Krise und wir müssen uns anpassen, aber ohne ganz aufzuhören zu leben. Das finden wir großartig, dass das hier weiterhin möglich ist. Kein Lockdown, stattdessen eine weitgehend offene Gesellschaft. Aber welche Folgen hat dieser Weg für Schweden? Seit der zweiten Welle im Herbst hat sich die Lage nicht entspannt. Die Infektionszahlen bleiben hoch. Das bekommt auch die deutsche Ärztin Cornelia Hertel zu spüren. Dennoch hat die Medizinerin Zuversicht. Also Panik selbst habe ich nicht, weil es ist eine schlimme Erkrankung. Wir haben aber auch viel gelernt. Also es gibt bessere Behandlungsmöglichkeiten. Jetzt kommen die Impfungen, die werden dazu beitragen, dass weniger daran schwer erkranken. Also ich bin trotzdem optimistisch und hoffnungsvoll für die Zukunft. Aus den Fehlern der Anfangszeit haben auch die Pfleger gelernt. Im Frühling hatten wir überhaupt keine Ahnung. Wir wussten nicht, wie wir uns schützen können. Werden wir uns untereinander pflegen müssen? Werde ich hier den Mann meiner Kollegin pflegen müssen? Wird er hier sterben? Jetzt haben wir es einmal durchlebt. Wir haben eine weitere Abteilung bekommen. Die Belastung und die Anzahl der Patienten ist nicht mehr so hoch. In den Räumen, in denen wir jetzt arbeiten, gibt es Fenster. Das hatten wir vorher nicht. Da haben wir wie in einer Höhle gearbeitet. Mittlerweile versuchen wir, die Patienten so zu pflegen, wie wir es sonst auch machen. Wir kämmen die Haare und rasieren den Bart. Wenn wir jetzt hören, dass die Infektionszahlen wieder steigen, dann ist klar, dass es nicht vorbei ist. Verdammt, das wird für uns noch eine ganze Weile so bleiben. Sörmland im Süden von Stockholm. Wer kann, zieht an den Wochenenden aus der Stadt raus aufs Land. Eva und Jonas treffen sich hier mit einer befreundeten Familie. Das Sommerhaus wird in der Corona-Zeit zum Zufluchtsort. Das Trampolin bauen sie nun etwas früher auf als sonst. Corona-Freunde nennen sie sich, weil beide Familien den Kontakt mit anderen meiden.
Wir sind ein bisschen öfter hier als sonst. Auch in der kälteren Jahreszeit. Das liegt zum einen daran, dass die Kinder etwas älter sind und hier ihre Freunde haben. Sie sind gerne hier. Und zum anderen, dass wir kaum woanders hinreisen können. Neben den Ferien verbringen sie nun auch viele Wochenenden hier. Nicht nur für die Kinder ist es schön. Auch die Erwachsenen genießen den Freiraum. Die Zeit in der Natur lenkt ab vom Corona-Stress. Jo, kan du göra det? Ja, om jag får den. Om jag håller här så klipper du av allt som är under min hand. Den här blir bra. Det känns ju... Es ist sehr schön, dass es erlaubt ist, hierher fahren zu können. Man hat das Gefühl, dass sie in diesem Frühling verstanden haben, dass es nicht schlimmer ist, wenn Leute ihren Standort wechseln. Das bedeutet, dass Menschen, die in der Stadt wohnen, eher aufs Land fahren. Hier leben wir sicher. Wir sind nur unter uns, treffen keinen anderen und sind viel draußen. Ich habe Familie, die im Ausland lebt und die ganze Zeit zu Hause bleiben muss und nur für kurze Zeit raus darf. Ich finde es unglaublich wertvoll, hier ein anderes Leben haben zu können. Doch Eva hat auch Zweifel. Besonders deshalb, weil so viele Menschen in Schweden an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind. Wäre ein Lockdown besser gewesen? Da ist sie unsicher. Natürlich habe ich zeitweise darüber nachgedacht, ob Schweden zu wenig gemacht hat. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass es vielleicht zu lange dauert, bis Entschlüsse gefasst wurden und dass man nicht auf eine Krise vorbereitet war. Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr froh darüber, dass die Kinder in die Schule gehen konnten und ein normales Leben hatten in diesem Jahr. Das ist sehr viel wert für ihr Wohl und ihr weiteres Leben. Was das für Folgen hat, weiß ich natürlich nicht. Und selbstverständlich hat Schweden Fehler gemacht in der Altenpflege und im Krisenmanagement. Wir hatten nicht mal genug Masken, keine Vorräte. Es gibt viel, was man verbessern muss. Dass es hier keinen Lockdown gab, war nicht das größte Problem. In den vergangenen Monaten gab es in Schweden viele Rückschläge und auch Kritik am Kurs. Doch im Großen und Ganzen vertrauen Jonas, Eva und ihre Freunde weiter darauf, dass das Land im Kampf gegen das Virus alles gibt. Obwohl sich in Schweden mehr Menschen mit Corona angesteckt haben, als in den skandinavischen Nachbarländern. Fast 14.000 Menschen sind hier an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. In Norwegen sind es 700. Lange musste Schweden nicht eine solche Krise bewältigen und tat sich schwer, sie zu managen. Doch das Land beharrt auf seinem Kurs. Freiheit statt Lockdown.